Servus, grüß euch zu einer neuen Runde LS19. Ein Bayer in Thüringen auf der Thüringer Oberland. Tja, ich hab mich jetzt wieder an die Arbeit gemacht, am Feldauftrag angenommen. Unser Konto muss nach wie vor aufgebessert werden. Da haben wir jetzt drauf Hafer. Der Helfer Christian ist schon fleißig unterwegs. Und jetzt habe ich keinen Ton. Warum habe ich keinen Ton? Das ist ganz komisch. Sollte doch da sein. Wieso habe ich da nichts? Ah, jetzt ja. Ja, ist das komisch. Tja. Egal welche Technik. Es gibt keine, die absolut fehlerfrei ist. Naja, okay. Dann werde ich mal den Helfer Wie mache ich jetzt das? Unauffällig folgen? Oder bin ich entgegenkommend? Uiuiui. Ich glaube, ich bin entgegenkommend. Feld 29. Wie viel ist jetzt da in Aussicht? 14.000 Euro. Naja. Besser als gar nichts. Nebenbei das eigene Feld mit der Nummer 6 im Auge behalten. Braucht noch die zweite Düngestufe. Tja, wo hat er sich denn festgesetzt? Naja. Ich bin ja bald da. Sichtkontakt. Sichtkontakt hergestellt. Und
genau im richtigen Moment. Stopp. Oder bremsen. Zurücksetzen dann. So. Passt. Machen wir mal den CT aus. Da sieht man noch nichts. Sojabohnen habe ich da drauf. Auf Feld 5 habe ich Raps. Habe ich Raps drauf, genau. Ach, mach ich einfach so. So, 12%, 13, okay. Schafft er fast eine komplette Runde. Um die Ecke da runter. Dann wird er mal da auf meine Hilfe warten. Auf meinen fleißigen Helfer. Da hätte ich noch einen zweiten Drescher. Rentiert sich das? Na ja. So weit ist es nicht. Den kann ich schon noch mit ansetzen.
Schneidwerk noch da? Ja. Manchmal kann es sein, dass man das Schneidwerk verliert, wenn es nicht exakt platziert ist. Einen halben Tank Diesel haben wir noch. Ah ja. Reicht schon ein bisschen. Einmal einen Blinker setzen. So, Beeilung. Ach je. Das arme Sto. Hallo. Ja, und dann frech hupen. Der passt zum heutigen Tag, ein richtiger Sonntagsfahrer. Also ich denke mal, der Drescher ist groß genug, dass man sieht. Das war bestimmt einer, der braucht Kontaktlinsen, damit er überhaupt bis zur Brille nach vorne sieht. Juhu! Okay, daneben nicht. Dann grüße in Zukunft nicht mehr. Und bremsen. Hallo, stehen bleiben. Hallo. Also die Schneidwerkswagen sind noch das allergrößte Problem. Ein Glück, dass da kein Verkehr ist. Der Schneidwerkswagen, der steht gut. Ja, toll. Wie war das mit Sonntagsfahrer? Machen wir die rundherum ganz dumm Leuchte aus. Der hat einen vollen Korntank, okay. Einmal abtanken bitte, hat's geheißen. Dann legen wir los.
Und das Ganze kehrt Marsch. So. Bla bla bla, das passt, das passt, das passt. Und los geht's. Nicht so lange rechnen. Die Nicole, okay. Oh. Das nächste Mal bitte rasieren, Nicole. Stopp, 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 stopp. So, jetzt. Schwartablage brauchen wir nicht. Von dem Stroh haben wir nichts. Sieben? Sieben. Okay, passt. Geht's ein kleines bisschen schneller. Ah, die Vehicle Extension, ja. Die V2 habe ich probiert. Funktioniert bei mir nicht. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, das Problem liegt 30 cm vorm Bildschirm. Oder sitzt, besser gesagt. Schaut's da aus? Passt, passt, passt. Menü, Menü. Ah ja. So. Die sind jetzt da unten. Ungefähr da oben an der Ecke. Ja, in etwa. Da fahr ich so rum. Bin ich wieder sehr entgegenkommend.
So, und bitte nicht schlapp machen jetzt. Aber da habe ich keine Bange. Das ist ein ZT. Der zieht das nach oben. Wenn auch langsam, aber er zieht es nach oben. Naja, geht doch recht schön dahin. Der packt es locker. So. Wie weit schaffen uns das? Aha. Also der kommt auf jeden Fall nur um die Ecke rum. Helfer Nicole schafft's auch noch. Bloß ich bin ein bisschen ein Stück zu weit gefahren. So, noch einmal wenden. Da habe ich das mir schlecht eingeschätzt. Ich glaube, ist ja voll. Jawohl. Hallo. Was ist nun los? Hä? Was war jetzt das schon wieder?
Wieso jetzt dieses? Will der mir veräppeln? Stopp! Das ist ja merkwürdig. Da dasselbe. Na, ihr beiden, das könnt ihr doch nicht tun. Wieso wird die blockiert? Hä? Jetzt? Da macht man was mit. So. So was. Ah ja. Jasmin und Romina. Sagt alles. Die Damenwelt unter sich. Ah, wo muss jetzt das hier? Zur Windmühle, okay. Und die Windmühle, die ist... in der Ecke Nordwest. Da hat er ein schönes Stückchen zum Ziehen, der ZT.
Ja, der packt es schon, der packt es schon. Wenn er es nicht schafft, ist gerade die Fahrzeug. Jasmin und ich werden mal hartnäckig verfolgt von der Romina. Vorsicht! Aha, ruckel, ruckel! Hä? Ist die wahnsinnig geblieben? Arbeit beendet, wie hat's denn die? Na, weiter geht's. Der wäre Helfer da. Oho. Ich weiß, wer als nächstes die Arbeit außerplanmäßig beendet. Oder? Ja, sag ich doch. Voll.
Hallo? Voll. Ja. Ja, auf geht's. Kaffeepause beendet. Warum mag die schon wieder nicht? Bin ich neugierig, wie sie die zwei benehmen, wenn ich unterwegs bin zur Windmühle. Ich glaube, das gibt einen Zickenkrieg. Ist jetzt da irgendwo eine Feldausfahrt? Ja, genau da vorne. Ich sag's ja, wenn auch langsam, aber er schafft's.
Ach, das arme Stoppschild. Sanitäter. So, ich hoffe mal, die beiden Damen arbeiten weiter. Huch! Zweiunddreißig Sachen, jawoll! Jetzt bin ich nicht mehr zum Bremsen. Was ist jetzt das für ein Feld? Feld 16, okay. Romina ist fast voll, okay. Ja, da haben wir nicht komplett abgetankt, ja. Stimmt. Huch! Was ist denn das für ein Gespenst hinter mir? Machen Abgang. Jawohl. Oi, oi, oi. Jasmin ist auch fast voll. Dass jetzt die zwei Damen immer so viel saufen müssen. Nee, 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 nee. Abkippseite rechts. Passt. Der auch, jawohl. Jetzt hat sie es geschafft, die Romina. Jetzt hat sie es geschafft. Sie ist voll aus wie eine Haubitze.
Jawohl. Fast ein bisschen zu wenig, was da rauskommt. Sollte ruhig ein bisschen mehr sein. So, muss ich schnell mit meinen Helferdamen telefonieren. Die können eine kurze Kaffeepause machen. Weil ich mache dasselbe. Ich hole mir kurz einen Kaffee. Bin sofort wieder da. Bis gleich.
So, dann geht's wieder weiter. Das Kaffeekränzchen der beiden Damen beenden. Tja, selber schnell einen Schluck nehmen. Prost. Feld 18. 18, 18 haben wir das da. Ah! Was ist da drauf? Ein Weizen. Zur Windmühle war ein kurzer Weg. Kurzer Transportweg. So, jetzt bin ich wieder auf der Bundesstraße mit den Sonntagsfahrern. Heute am Sonntag bin ich dumm schon unterwegs. Die haben wahrscheinlich unter der Woche Baustelle verpennt. So, wo ist denn jetzt mein Feld? War das so weit unten? Scheint so. Was ist denn jetzt da überhaupt drauf? 28. Schaut noch. Haben wir es da Mais drauf? Möglich. Ui, ui, ui. Wo war da die Einfahrt? Hallo? Die war doch da. Da ist ja.
Knall da. So, wenn ihr da aufpasst, Voll- oder Arbeit beendet. Oha. Hä? Arbeit außerplanmäßig beendet. Och, diese Damen. So, der Helfer ist voll. Dann wird man ausnüchtern. Und los geht's. Da muss ich aber da mit aufspringen. Aber die Dame hat da vorne bestimmt wieder Schwierigkeiten. Könnte ja eigentlich ein bisschen Abhilfe schaffen.
jetzt hier ein bisschen entfernen. Ach, geschafft sogar. Das heißt, die Dame ist lernfähig. Die Sprüche langsam ein bisschen beenden. Langsam klingt es ein bisschen abwertend. Und das soll ja doch nicht sein. Da springe ich da wieder in mein ZT. Wie viel haben wir denn jetzt geschafft? 67%. Okay. Kuckuck. Ach da. Jetzt muss ich kurz was nachschauen da. Das sollte eigentlich... Wo ist das Teil? Ja. Auf jeden Fall nicht unter die Großtraktoren. Da ist er. 1820. 1820, okay. Dreihundertfünfzig und 90. Den werde ich mir leisten. So. Wo war da ist er? Standard. Frontladeranbau. Doch. Brauche ich doch. Nee, passt das so. Der passt das so. So. So, das aus, das aus. Fertig, passt. Huch, so.
So. Aha. Stimmt. Da ist es andersrum. Haha. Ach, die Jasmin ist schon wieder voll. Ja, schnell abdanken. So, noch einmal abdenken. Einmal abdenken und an der Stelle werde ich den Stream beenden. Ich sage euch herzliches Vergelt's Gott fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Und sag Servus, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Bayer in Thüringen auf der Thüringer Oberland. Servus, pfiat euch!